Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Set-Guide und zwar zu dem Set-Portal für das Dragoon-Set, was eines der einfachsten Sets ist, wo man eigentlich generell machen könnte. Ich zeige euch jetzt hier genau, was ihr eigentlich wirklich nur dafür braucht. Ihr braucht einmal das Dragoon-Set, ihr braucht einmal... Eigentlich braucht ihr nur das Dragoon-Set. Der Rest ist eigentlich komplett egal. Als Fertigkeiten braucht ihr eigentlich, wenn überhaupt, nur Verschlingen und Skelettmagier. Der Rest ist eigentlich auch komplett alles egal. Ihr seht gleich warum. So, generell ein bisschen Schaden sollte man schon machen. Ihr solltet nicht mit 1000 Damage reingehen. Ja? Aber wie gesagt, der Rest ist eigentlich komplett wurscht. So, ihr müsst einmal in Akt Nummer 5. Nicht Akt Nummer 5, ich bin geistig verwirrt. Akt 4 und dann einmal in die untere Sphäre des grausamen Schick. In die obere Sphäre des grausamen Schicksals. Ich entschuldige mich. So, dann latschen wir hier einmal runter. Oh, da ist ein Goblin. Mach einmal kurz den Goblin weg. Dankeschön. Ja. Dankeschön. So. Dann gehen wir hier runter. Und gehen dann einmal hier hin. So. Hier haben wir unser Dragoon-Set. Okay. Ich gehe jetzt einmal kurz rein. Ah ne, okay. Das steht sogar hier vorne. Ich habe das vergessen. Ich habe ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis. So. Was ist jetzt? Können wir den mal ganz kurz töten hier fürs Protokoll? Eventuell? Dankeschön. So. Und zwar folgendes. Wenn wir hier reingehen, wir müssen... Hauptziele. Verbraucht mindestens 1000% eures Lebens und stellt mindestens 1000% mit Fertigkeiten wieder her. Das heißt, wir müssen mit Fertigkeiten 1000% unseres Lebens verlieren und 1000% wiederherstellen. Der Rest ist, können wir ja eh. So. Wir verbrauchen Leben mit Skelettmagier. Kostet jeweils 10% unseres Lebens. Wir bekommen Leben durch Verschlingen. Das heißt, wir töten Monster und stellen passiv Leben wieder her. Und unsere Skelettmagier kosten uns Leben. Das ist das einfachste Rift, was ich je gesehen habe. So, gehen einfach mal rein. Aktivieren unsere passive Fertigkeit. Das heißt, wir drücken auf der Doom-Taste die 4, tun dann Doom deaktivieren. Und dann mache ich eigentlich nichts weiter, als einfach nur die rechte Maus zu drücken. Und ihr müsst natürlich zugucken, dass ihr auch immer wirklich alle Mobs tötet. Ja, jetzt hier nicht... Wenn ihr hier einfach irgendwo mal was überseht oder irgendwelche Mobs stehen lasst, da habt ihr natürlich später das Problem, dass ihr dann später irgendwo mal hinlauft und dann fehlen euch welche und ihr wisst nicht mehr, wo die sind, weil ihr die mal irgendwo übersehen habt. So, deswegen überlegt euch genau, wo ihr langlauft. So, wir haben bereits 1000% unseres Lebens wiederhergestellt mit Fertigkeiten. Haben auch gleich 1000% verbraucht. Haben es gerade nicht... genau, das habe ich falsch gemacht. Ich hätte noch wechseln sollen auf Wickeltuch... Ach, okay. Das solltet ihr eventuell noch machen. Ihr solltet auf die Armschienen des Wickeltuch des Seelenernters wechseln, damit euch die Heilkugeln Essenz wiederherstellen. Das habe ich... Das habe ich verschissen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ihr seid live dabei. Das heißt, ich muss jetzt hier mal nebenbei Essenz wiederherstellen. Aber ihr seht, es ist ungeheuer einfach. Wir sind jetzt... Wir haben bereits größtenteils alles fertig. Hauptziel 1 ist fertig. Hauptziel 2 ist fertig. Der Rest... No one gives a fuck. Okay, wir müssen einmal oben noch lang. Ich bin ein bisschen dumm gelaufen am Anfang. Ich hätte links rumlaufen müssen. Das müsst ihr am Ende für euch selber wissen, was euch da am praktischen ist. Deswegen haben wir da hier auch blutige Pfade. Beziehungsweise habe ich hier blutige Pfade drin. Einfach, damit ich... dann halt doch noch relativ schnell mich bewegen kann. Deswegen habe ich dann auch noch als passive Fertigkeit drin, dass meine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht ist, wenn ich eine Leiche konsumiere. Ah ja. Wenn ihr übrigens noch mehr dazu sehen möchtet, das heißt mehr Guides für den für die Sets an sich oder generell zum Totenbeschwörer, dann lasst mir einen Kommentar da und gebt dem Video einen positiven Daumen oder einfach eine Bewertung, ist ja egal. Ja, der muss euch gefallen oder nicht. Verbesserungsvorschläge etc. auch gerne in die Kommentare. Ich bin immer für alles gerne zu haben. Ja. Genau. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat natürlich. Oder wenn es euch geholfen hat. Weiß ich auch immer gerne. Ne? Wenn es euch da geholfen hat. Wenn ihr sagt, hey cool, danke. Hat mir echt geholfen. Ich habe es geschafft. Bla bla. Freut mich auch immer, wenn ich dann sowas lese. Einfach in die Kommis. Freut mich immer. Mir fehlen jetzt noch 25. Die müssten jetzt alle in den nächsten Raum drin sein. Seit wann kann man durch Türen jumpen?
Weiß ich gar nicht. So, mir fehlen noch 4 Stück. Die sind da drüben, hoffe ich mal. Ja, damit haben wir es auch geschafft und sind fertig. So, das war's. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!